Montagmorgen in der zweiten Januarwoche. Ein Tag, der mit Ansage in die Geschichte eingehen wird. Die Bauern haben gesagt, sie bringen Deutschland zum Stillstand und genau das haben sie gemacht. Sie haben sich vor Gericht das Recht erkämpft, ihre Trecker auf die Autobahnen zu bringen und dort haben sie dann auch richtig gezeigt, mit wem sich die Ampelkoalitionäre angelegt haben. Noch vor der Morgendämmerung ging's los. Durch anständige Orga waren die Treffpunkte klar und dann sind sie in Kolonnen aufgebrochen in Richtung A3. Die Trecker, die waren nicht zu übersehen und auch nicht zu überhören. Mit ihren Rundumleuchten und Signalhörnern haben sie sich ihren Weg gebahnt. Und nicht nur die Trecker. Hunderte Zugmaschinen und Schlepper aus dem Logistik- und Baugewerbe waren dabei. Und man kann nur erahnen, was hier los gewesen wäre, wenn auch noch private Pkw zugelassen worden wären. Klar, für manche war es schon hinderlich, aber die meisten hatten Verständnis für die Aktion. Da wurde dann auch mal freundlich zurückgehupt oder der Daumen nach oben gestreckt. Selbst auf den Brücken standen die Leute und haben ihre Unterstützung gezeigt. Und hier, keine Behinderung für Blaulichter. Da waren ja auch keine Klimakleber unterwegs. Es war eine Mischung aus Party und Protest. Ein kräftiges Signal an die da oben. Seht her, wir sind hier und wir meinen es ernst. Und in Koblenz vor dem Schloss kam dann am Abend alles zusammen. Um die 1000 Leute, Bauern und Bürger, wollten was hören. Und die Reden? Gesamturteil schaumgebremst. Aber manche hatten den Nagel auf den Kopf getroffen. Die lokalen Berufspolitiker, ob in der Opposition oder mitregierend, konnten sich immerhin Gehör verschaffen. Ich glaube, das könnte heute der Beginn einer neuen, anderen Zeit sein, wenn ich daran denke, was heute so alles passiert ist. Hochachtung, Dankeschön dafür. Um die 10.000 Traktoren, 30.000 bis 50.000 Landwirtinnen und Landwirte, Winzerinnen und Winzer, in allen Kreisstädten friedlich demonstriert mit Kundgebungen. Wir stürzen keine Regierung. Das kann die nur selber machen, wenn sie so weitermacht wie bisher. In dem Sinne, Glück auf. Dankeschön, dass ihr hier seid. Ich darf euch allen zurufen, ihr habt heute eine allererste Visitenkarte abgegeben, was es heißt, friedlich zu demonstrieren, entsprechend den Regeln, die eigenen Forderungen kraftvoll vorzutragen. Ihr seid alles andere als Klimakleber. Ihr seid Unternehmer, die tagtäglich aufstehen, um das Wichtigste zu produzieren, was es gibt, nämlich Lebensmittel. Danke dafür. Eins verstehe ich nicht und freue mich auf die Rede des grünen Vertreters. Wir alle, doch,
Leute, Demokratie ist anstrengend. Demokratie ist anstrengend. Und es ist auch anstrengend, sich mit Sachargumenten auseinanderzusetzen. Er soll uns bitte erklären, wie Nachhaltigkeit, wie regionale Entwicklung ohne Landwirte, ohne Gastwirte und ohne Winzer geht. Das soll er uns mal bitte erklären. Wir alle, wir Bürger, wir Steuerzahler, die wir arbeiten gehen, wir zahlen in diesem Jahr 1 Billion Euro an den Staat. Wie kann in einer solchen Zeit, in der die Inflation so hoch ist, angesetzt werden an dem, was wir alle zum Leben brauchen, nämlich an den Lebensmitteln? Finger weg von jeder Verteuerung der Lebensmittel. Finger weg von Landwirten, Winzern und Gastwirten. Warum kümmert sich die Bundesregierung nicht darum, dass sich Leistung und Arbeit endlich wieder lohnen? Zeiten heißt es, die Logistik- und Transportbranche sei systemrelevant. Bei politischen Entscheidungen werden wir von der aktuellen Bundesregierung knallhart im Stich gelassen und man ignoriert uns. So geht man mit einer Branche, die die Bevölkerung zu jeder Zeit mit allen Gütern versorgt, nicht um. Das Maß ist voll. Mit ihrer planlosen, mittelstandsfeindlichen Politik fährt die Ampelregierung Deutschland vor die Wand. Unterstützt das arbeitende Volk und fördert unsere Wirtschaft. Nur so kann es in unserem Land vorangehen. Nun ist es an der Zeit, dass wir uns gemeinsam als Landwirte zusammensetzen und gemeinsam auf die politischen Probleme hinweisen, die uns betreffen. Wir dürfen nicht länger stillschweigend hinnehmen, dass unsere Interessen nicht ausreichend vertreten werden. Dafür sind wir heute bundesweit überall auf den Straßen gewesen und haben erfolgreich geschafft, uns Gehör zu verschaffen und auf uns aufmerksam zu machen. Da müssen wir dranbleiben. Wir verlangen von der Politik gute Entscheidungen, die auch zu Ende gedacht sind. Wir brauchen vernünftige Rahmenbedingungen, um effizient wirtschaften zu können. Ich für meinen Teil möchte eine Zukunft in der Landwirtschaft und ich glaube, wir alle stehen hier, weil wir alle gemeinsam eine Zukunft in der Landwirtschaft haben möchten. Dafür sind wir heute hier und dafür sind wir auch gemeinsam stark und bleiben auch stark, bis unsere Forderungen angenommen werden. Es ist nicht einfach, wenn gespart werden muss, schwierige Entscheidungen zu treffen. Und das muss diese Bundesregierung, und das erkenne ich an, dass das nicht einfach ist. Aber es ist bezeichnend für eine Bundesregierung, wenn der erste Schritt dann in Richtung derjenigen geht, die unser Land am Laufen halten, die einen Job haben, der Leistung erfordert. Wenn der erste Schritt hin zu den Leistungsträgern unserer Gesellschaft geht, und das darf nicht sein, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es gibt so viele andere Beispiele, wo man sparen kann. Ich nenne das Gebäudeenergiegesetz, das Heizungsgesetz, wo man sparen kann. Ich nenne viele soziale Bereiche, wo Geld ausgegeben wird, was so nicht nötig ist. Und ich halte es auch für das falsche Signal, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn der FDP-Finanzminister sich dann hinstellt und zu Ihnen sagt, Sie haben sich verrannt, kehren Sie um. Nein, diese Bundesregierung hat sich verrannt und die muss umkehren. Vielen Dank für Ihr Engagement, vielen Dank für das, was Sie für unser Land leisten.
liebe Bäuerinnen, liebe Bauern, liebe Winzerinnen, liebe Winzer, liebe Gastronomen, liebe Handwerker, liebe Bäcker, liebe Metzger. Ich stehe hier als Landwirt aus der Eifel. Ich stehe hier als Kreisvorsitzender eines Kreisbauernverbandes aus der Eifel. Ich stehe aber auch hier als FDP-Landtagsabgeordneter und sage Ihnen, es reicht. Es reicht mit dieser Politik in Berlin. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich bitte zu Wort kommen. Lassen Sie mich bitte zu Wort kommen. Meine lieben Berufskollegen, der Bundesfinanzminister hat am Samstag zu unserem Berufsstand gesagt, ihr habt euch verrannt. Nein, die vielen tausend Leute, die heute in Deutschland, in Rheinland-Pfalz unterwegs waren, haben sich nicht verrannt. Sie haben ein Thema, was sie bewegt, und das tragen sie nach außen. Das ist ihr Recht, und das haben sie heute hervorragend gemacht. Wenn der Bundesfinanzminister sagt, dass die Landwirtschaft ein hochsubventionierter Bereich ist, dass die Agrardieselvergütung eine Subvention ist, dann sage ich Ihnen, die Agrardieselvergütung ist keine Subvention. Die Agrardieselvergütung ist ein Ausgleich für die Traktoren, die auf dem Feld fahren, die auf der Wiese fahren, auf dem Grünland fahren und Nahrungsmittel produzieren und nicht auf der Autobahn und auf der Straße fahren. Für den europäischen Wettbewerb brauchen wir die Agrardieselvergütung in vollem Umfang. Und meine sehr geehrten Berufskolleginnen und Kollegen, wir haben einen Bundeslandwirtschaftsminister seit 2 Jahren. Was macht er denn? Er macht für uns nichts. Und das muss sich ändern. Wir brauchen einen Landwirtschaftsminister in Berlin, der unsere Interessen vertritt, der sich für uns einsetzt, der für die Tierhaltung, für die Landwirte, für die Ackerbauern sich stark macht. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sind diejenigen, die tagtäglich von morgens bis abends die Kassen der Finanzminister in den Ländern und im Bund füllt. Und wir sind diejenigen, die dazu beitragen, dass dieses Geld verteilt werden kann. Und deshalb ist unsere Stimme heute und auch in den nächsten Tagen so gefragt. Und ich sage auch, diese Solidarität, die heute über den Berufsstand der Landwirtschaft hinaus und Gerhard Haumann und auch das Speditionsgewerbe und die Bäcker und die Handwerker und die Spedition, die Baufirmen, alle, die im Mittelstand unterwegs sind, Arbeitsplätze schaffen und Lohn und Brot in die Familien reintragen, sage ich Ihnen, lebt der Hof, lebt das Land, lebt der Bäcker, lebt das Land, lebt der Metzger, lebt das Land. Und diese Politik ist nicht für den ländlichen Raum, diese Politik ist gegen den ländlichen Raum. Und von daher, wir müssen die nächsten Tage weiter kämpfen, auch wenn ich in der FDP bin. Ich bin mit dabei an Ihrer Seite und werde alles Mögliche mit dafür tun, um Sie alle halt zum Ziel zu führen. Vielen Dank. Und was war das dann mit dem angekündigten Grünen? Der hatte sich nach den ersten Buhrufen lieber zurückgezogen und erntete dafür auch Missfallsbekundungen. Entschuldigung, jetzt sage ich das mal ganz einfach scherzhaft. Wenn wir den Grünen jetzt auf die Bühne bitten, ihr lasst ihn ja eh nicht reden. Von daher macht das heute Abend dann auch keinen Sinn. Komisch, dass da immer nur Funktionäre reden und der Mann von der Basis nicht ans Mikrofon kommt. Der hätte vielleicht gesagt, dass es um mehr geht als um die Kfz-Steuerbefreiung für grüne Kennzeichen und die Agrardieselrückvergütung, also die Dinge, die das Fass nur zum Überlaufen brachten. Am Ende des Tages war eines klar: Die Bauern haben was bewegt für Deutschland. Und sie wurden gehört. Aber das ist nicht das Ende. Denn Ende ist erst, wenn sich die Verhältnisse grundsätzlich geändert haben.